Stefan? Ja? Wie lange seid ihr eigentlich schon hier und haut jetzt hier die Löcher rein? Seit 8:30 sind wir da. Seit 8:30. Ja, wir waren gestern schon mal da, haben probiert, mit welcher Technik wir hier vorgehen. Und haben jetzt gesagt, pure Manneskraft ist wohl das Sinnvollste. Und dann haben wir gestern schon mal zwei Löcher probiert. Die sind natürlich heute wieder zugefroren. Die mussten wir nochmal neu aufhacken. Und heute haben wir jetzt, ich glaube, 6 Löcher vorbereitet, dass hier nachher auch alle sicher ins Wasser kommen. Wie dick ist das Eis? 15 cm. Ich muss sagen, so bei jedem Schlag wackelt das so ein bisschen, aber ich brauche keine Angst haben, dass das hier... Ich übernehme keine Garantie, aber ich denke nicht, dass was passiert. Wie gesagt, 15 cm ist schon okay. In Ordnung. Guck mal, er haut hier mit einem riesen Schlag aufs Eis. Selbst da, also, alles gut. Ich muss sagen, man muss ja schon verrückt sein, um hier überhaupt drauf zu stehen und Löcher reinzuhacken. Wie verrückt muss man denn sein, um nachher hier ins Wasser zu gehen? Du, unter diesen Bedingungen... Muss man eigentlich verrückt oder ist man verrückt, wenn man nicht heute hierher kommt? Ja. Die Sonne scheint. Wir haben eine wunderschöne weiße Kulisse. Wir haben vorbereitete Löcher. Das sieht doch aus. Guck dir das mal an. Ja. Ein Pool im Eis. Das ist so schön. Also wirklich, die Verrückten sind die, die heute auf der Couch sitzen und nicht hierher kommen. Ja, das stimmt. Wirklich. Das stimmt. Wirklich. Das wird wirklich schön. Man muss eine Macke haben, aber es lohnt sich definitiv. Ja? Okay, ich bin hier. Gespannt. Guck mal hier, jetzt schiebt er die Eisscheuen hier unter das Wasser. Soll ich dir noch helfen, Link? Stefan, eine Frage noch. Wie sieht es denn jetzt aktuell mit dem Spendenstand aus? Ungefähr. 4.100 Euro sind bisher zusammengekommen. Was denkst du, was heute noch dazu kommt? Schwer abzuschätzen. Schwer abzuschätzen, aber 5.000 Euro müssen geknackt werden. Und das ist doch dann ein großartiger Erfolg, oder? Sehr gut. Ja, wirklich. Also abzüglich den Arztkosten von denen, die heute ja noch... Nein, das kommt nochmal separat. Okay. Nee, wirklich. Also damit hätten wir nicht, ihr nicht, niemand hätte damit gerechnet, dass so viele Leute darauf Bock haben. Und ja, mega schön, mega schön. Wie gesagt, auch dieses Zusammenkommen hier einfach, das war unbeschreiblich die letzten 4 Wochenenden und es wird definitiv eine Wiederholung geben. Also nochmal absolut großartig und ich für mich eindeutig hier die verrückteste und coolste Aktion im ganzen Jahr gewesen. Oh, danke dir. Besser als Badewanne? Ja, genau, gell? Genau! Ja!
Wie fühlt es sich an? Kalt. Nein, also am schlimmsten sind die Füße. Also wenn du deine Socken ausziehst auf dem Sand, auf dem kalten, und dann gehst du rein, deine Füße stimmen, merkst du nicht mehr, die sind tot. Aber der Rest ist eigentlich in Ordnung. Und wenn du einmal drin bist, dann? Dann geht's. Also muss ich echt sagen, habe ich mir schlimmer vorgestellt, ist okay. Ja. Aber die Füße sind das Problem. Das nächste Mal mit Socken. Nee, wenn schon richtig. Ja. Haben wir die 100 für heute geknackt? Ja. Also ja. Sind es 5.000 am Ende geworden? Ja, bin ich recht sicher. 5.000 okay. Haben wir geknackt. Wir haben es heute mit den Eislöchern, mit der Koordination ein bisschen schwieriger gehabt, sage ich mal. Von daher kann ich leider erst jetzt ins Wasser, aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Dann viel Spaß. Jetzt geht's los.